Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und ja, unser SK Sturm trifft eben am heutigen Sonntag zu Hause auf den SCA Altach in der vierten Runde der österreichischen Bundesliga. Und der Grund gleich mal vorweg, warum es jetzt keinen richtigen Vorbericht in dieser Form gegeben hat vor der Partie. Ja, es war auch einfach für mich zu viel. Tut mir leid, aber ich glaube, der ein oder andere wird das schon verstehen. Die letzten drei Partien sind auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Und deswegen probieren wir es heute ein bisschen anders. Und machen eben ein Video mit Vor- und Nachbericht quasi alles in einem. So, auf jeden Fall kommen wir zur Partie. Unsere Blackies sind ja gar nicht so schlecht in die Liga gestartet. Zunächst mal mit zwei Siegen in den ersten zwei Partien gegen Hartberg und Innsbruck. Danach eben folgte ja das grauslige 0:2 in St. Pölten und eben dazwischen noch die Lanaker-Partien. Und ja, jetzt ist klar, man muss den Abwärtstrend jetzt aufhalten. Drei Spiele in Serie verdient verloren, ohne ein einziges Tor erzielt zu haben. Und mindestens zwei Gegentore pro Partie über die gesamte bisherige noch recht junge Saison hinaus. Also da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden. Und ich hoffe und wünsche mir, dass die Mannschaft natürlich wirklich heute eine richtige Reaktion auf den Platz bringt. Und es bringt ja wirklich nichts, jetzt alle zu verteufeln. Die Spieler, die Trainer, sie haben alle ihr Fett wegbekommen, auch zu Recht. Und ja, jetzt muss man eben hoffentlich schauen, wie das Ganze funktioniert. Meiner Ansicht nach wäre es sehr wichtig, die Defensive erstmal ein bisschen mehr zu stabilisieren. Deswegen könnte durchaus sein, in meinem Gedankengang, dass wir vielleicht nur mit einer Spitze heute auflaufen und vielleicht mit etwas geordneter Viererkette statt Fünferkette. Mal schauen, was Heiko Vogel sich überlegt hat. Auf jeden Fall, ja. Die Mannschaft ist jetzt gefordert, auf dem Platz das Ganze wieder gerade zu biegen. Außer, dass man im Europacup peinlich ausgeschieden ist, ist ja noch nicht viel passiert. Die Meisterschaft ist ja noch sehr, sehr lange. Und ja, es geht einfach wieder in die Spur zu kommen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne sehen wir uns dann gleich beim nächsten Part. Euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und... Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte vor der nächste Part in diesem Special-Video unserer Schwarz-Weißen gegen den SCR Altach in der vierten Runde der österreichischen Bundesliga. Heute mein guter Freund der Kevin mit dabei. Und ja, ich frage dich mal ganz direkt, wie bist du mit der bisherigen, relativ kurzen, aber emotionsreichen Saison unserer Schwarz-Weißen zufrieden? Zufrieden gar nicht einmal. Also weil einfach viel Feld am Platz, viel Herz, viel Leidenschaft. Da ist noch nicht so das Feiern drin, was man eigentlich von unserer Mannschaft kennt, von unseren Schwarzen kennt. Und ja, sicher, unter Tag ist es schon viele Spiele gegangen, aber wenig Ansätze her, wo man jetzt sagen kann, okay, gut, auf dem kann man viel aufbauen, da kann man mehr ausschauen. Desaströs zwischendurch, kann man nicht anders sagen. Ich meine, es hat ja nicht so schlecht angefangen. Die ersten zwei Partien, sechs Punkte, nicht so mit Bravour gespielt, aber immerhin mit Ansätzen, mit guten, würde ich jetzt mal sagen. War für mich persönlich noch ganz in Ordnung, aber wie erklärst du dir, dass die Mannschaft dann nachher wirklich so komplett das spielerische Element verloren hat, also dass jetzt gar nichts mehr oder weniger zusammenläuft? Gerade jetzt die zwei Lanaker-Partien und natürlich St. Pölten zwischen Wien zu vergessen. Ich kann mir eigentlich gar nicht erklären, unbedingt, dass ich verstehe es einfach nicht, weil auch wenn Sturm in der vergangenen Saison mal in Rückstand gehalten ist, oder wenn es einmal nicht so gut gelaufen ist, hat mein Herz gesehen am Platz, wirklich das Wollen haben und alles. Aber das sieht man jetzt nicht mehr da. Also da ist der Wind drin, das ist wirklich schlecht derzeit, wirklich ohne Leidenschaft nichts. Das ist nicht Sturm, das ist nicht das, was wir kennen und nicht das, was Sturm eigentlich vorstellt und repräsentiert als Mannschaft. So wie alle im Moment so ein bisschen am Überlegen sind, woran liegt es wirklich? Hast du so eine klare Meinung da? Ist es der Trainer? Sind es die Spieler? Ist es das System vielleicht? Alles ist alles. Es wirkt alles nicht richtig. Also egal ob das Trainer ist, die einzelnen Spieler, die Leistungen, es ist, wirkt alles auf einmal ein und genau das schreibt es am besten. Komplett für nichts. Kehrt mehr dazu, finde ich. Da müssen sie sich ein paar Spieler selber an der Nase greifen. Wenn wir wirklich draufkommen, halt so geht's nicht. Wir verdienen da kurz Geld. Wir müssen das für unsere Fans machen. Die sind da. Support jedes Mal immer super. Egal ob jetzt auswärts in Lanaka waren auch 200 Leute dabei. Von Anfang an Top-Stimmung gewesen. Und dann sowas aufgeben nach einem 2-0. Ja, ist halt nicht würdig. Muss da nicht sein, gell? Aber so, fürs heutige Spiel, wir spielen gegen Altach, ist ja eigentlich auf dem Papier unser Lieblingsgegner. Letzte Saison 5 Duelle gehabt in der Liga, 4-mal, 2-mal gewonnen, 2-mal unentschieden und im Cup souverän weiterkommen gegen Altach zu Hause. Glaubst du trotzdem, ja, gegen die Altacher könnte vielleicht der Knoten aufgehen oder geht es generell einmal darum, so diese eigene Blockade mal zu lösen? Also
Das ist also die eigene Blockade, die kann weggehen, wenn wir gegen Alltag wirklich eine gute Partie abliefern. Wenn da wirklich das durchbrochen wird, eben der Trott, dass da nichts geht mehr, dass da, wenn die das wirklich gut machen, die das reißen, die sich einsteigern, dann kann der Klopp so gut aufgehen wieder. Okay, sonst abschließend noch zur Personalsituation. Es sind ja eigentlich fast alle viel Schützenauer seit mit einem Tor. Die Siebenhandel, der verletzt ist, und Janscher fällt auch noch immer langfristig. Ansonsten alle mehr oder weniger an Bord. So, was hast du für ein Gefühl, oder was willst du der Mannschaft mitgeben jetzt, also sag ich mal, von der Aufstellung her? Also wird der mit einer offensiveren Aufstellung ins Spiel gehen, oder eher sagen, nein, es geht eher mal und die Abwehr endlich mal ein bisschen in den Griff zu kriegen und vielleicht ein bisschen defensiver das Ganze zu machen, oder mit was rechnest du heute? Ich rechne heute schon mit einer eher offensiv ausgerichteten Aufstellung, weil eben, ja, beides hergeht. Auch defensiv, das gehört der Marisic in letzter Zeit viel, viel besser. Wirklich, wirklich keine gute Leistung, da gehört hinten mehr kompakt, mehr miteinander denken. Nicht gegeneinander denken, sondern miteinander denken. Das ist das, was aufgehen muss. Im Sturm genau das Gleiche. Ist zwischendurch sind sie verloren im Posten vor. Also da muss, das muss ausgewogen sein. Aber ich glaube heute, dass eher offensiver agieren werden, weil es das Spiel unbedingt gewinnen wollen, weil es zeigen wollen, heute sind wir da. Okay, vielleicht noch eine ganz kurze Abschlussfrage. Heiko Vogel hat ja auch sehr viel Kritik üben müssen. Was sagst du, wie viel prozentual, man kann es natürlich von außen schwer sagen, aber wie viel Anteil hat der Heiko Vogel an der Situation? Oder ist es wirklich größtenteils rein einfach auf die Spieler zurückzuführen? Ja, also der Trainer hat immer einen Anteil an dem Ganzen. Also das braucht man nicht abstreiten. Er nimmt da alles auf, also er hat da bei den ersten zwei, drei schlechten Leistungen alles auf sich genommen, dass er schlechte Anweisungen gegeben hat und so, aber es ist halt halb. Es ist, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Da gehört einfach mehr Stabilität, mehr Aggressivität eigentlich vom Vogel, dass er denen das sagt, damit die wirklich einmal das machen, was er sagt. Wieso misst das zwischendurch? Ich glaube, dass die viel selber denken wollen und eigen machen wollen und dann den Trainer übergehen, was nicht gut ist. Okay. Vielleicht noch ein Tipp für die heutige Partie, auch wenn es natürlich schwierig ist. Kämpfen, Herz, Zahn, Leidenschaft. Und vom Ergebnis? Ich hoffe auf ein 3-1. Okay, naja, hoffen wir mal, dass du recht hast. Ne? Ja, muss. Beim Hosener muss auch der Knopf aufgehen. Ich glaube, dass das ein guter Kicker ist, wenn der jetzt einmal wirklich ein paar Tore schießt, dass bei dem nachher geht und dass er sich holt. Ich bin noch da, ich komme noch. Deswegen Hosener, zwei Titel noch da. Okay, ja, passt. Schauen wir, ob es aufgeht. Dann sage ich einmal danke an der Stelle, Kevin. Bitte gern. Und wir sehen uns im nächsten Part. Also, bis dann. Warum ist das? Hey Leute, was geht ab? Ich bin der Nias und ihr seht hier den letzten Part, den letzten Part in diesem Video. Und unser SK Sturm hat zu Hause gerade gegen Alltag 1:1 gespielt in der vierten Runde der österreichischen Bundesliga. Insgesamt eine leichte Leistungssteigerung, würde ich mal behaupten, gegenüber den Lanaker-Partien. Am Ende hat es dann mit dem Sieg aber nicht sollen sein, obwohl unsere Blecke. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier The Lens TV. Und unser SK Sturm hat zu Hause gerade gegen Alltag in der vierten Runde der österreichischen Bundesliga 1:1 gespielt. Am Ende ja, hat es nicht sollen sein. Von der Leistung her eine leichte Steigerung gegenüber der Lanaker-Partie, würde ich schon behaupten, gesehen zu haben. Vor allem in der ersten Halbzeit. Allerdings insgesamt war es trotzdem noch ein bisschen zu wenig für unsere Ansprüche, was die Mannschaft auf dem Platz geliefert hat über die ganzen 90 Minuten. Und naja, deswegen ist es natürlich auch irgendwo ja bitter gewesen, dass man dann nur das Unentschieden holen hat können. Man hat lange geführt, aber tja, was soll man sagen? Kevin, deswegen dann meine Frage erstmal an dich, bevor wir das Spiel zusammenfassen. Was sagst du zur heutigen Partie? Durchwachsen. Gute Ansatz, schon eine Steigerung da, wirklich, aber durchwachsen, sehr durchwachsen. Okay, gehen wir das Ganze chronologisch ein bisschen durch. Erste Halbzeit, ersten 10 Minuten stark. Die haben die Schwarzen das Spiel angegeben, Ton angegeben. Alle sind also ein bisschen mit einer Doppelchance. Also. Generell, es hat mehrere Chancen gegeben, aber es hat einfach der letzte Entschluss geführt. Und so kannst du halt kein Spiel gewinnen. Es ist nicht das gewesen. Ich meine, insgesamt finde ich sowieso erste Halbzeit, also generell, vielleicht fassen wir so ein bisschen zusammen, erste Halbzeit Sturm in die ersten 10 Minuten, meiner Meinung nach, schon überlegen, auch wie du gesagt hast, also Sturm hat auf jeden Fall gewollt, das hat man gleich einmal gemerkt. Das Problem war dann leider, dass Alltag dann auch irgendwann aufgewacht ist und man hat dann auch so gemerkt, so eben ab der 10. Minute leider schon, Alltag spielt auch mit. Insgesamt habe ich sowieso Alltag über das gesamte Spiel einen Tick besser gefunden, also unsere Blackies. Also das natürlich, ja, irgendwo
auch ein bisschen eine bittere Geschichte, dass Alltag motivierter oder zumindest gleich motivierter erschienen hat, so wie Sturm. Man hat dann im Endeffekt ja in der ersten Halbzeit auch Glück gehabt, dass man eben kein Tor gefressen hat. Also Alltag hat sich dann immer weiter aufgebäumt. Und unsere Black ist ja mit Vordauer der ersten Hälfte, finde ich, sind dann auch immer so ein bisschen schwächer geworden fast. Also insgesamt, dann eben hier und da eine Torschance für unsere Schwarz-Weißen, aber ja, unterm Strich einfach zu wenig. Also von dem mit dem mit der Führung, genau, sind wir dann in die Pause gegangen, in der 38. Minute durch den Rot zurück. Das eigentlich wirklich ein Glück auch, weil Alltag sehr schwach verteidigt hat, beziehungsweise uns das Tor ein bisschen geschenkt hat. Ein Rückpass zum Alltag-Verteidiger, der diesen verspringt. Gerade zurück spritzt dann dazwischen und dann vor Bayern Luxe und macht ihm das 1:0 in der 38. Spielminute. Und ja, das 1:0 war dann auch der Pausenstand. Unsere Blackies nach dem Tor dann ein bisschen befreiter für ein paar Minuten. Hatte ich das Gefühl, Avlonidis dann noch mit einer guten Torschance per Kopf nach einer Ecke, so in Minute 40 herum. Und ja, da sind die Pausenführung. Zweite Halbzeit dann eigentlich für mich eine Stunde lang nur Alltag gespielt. Von Sturm offensiv so gut wie gar nichts mehr zu sehen. Und da hat man sich dann eben auch mit Vordauer immer weiter wieder den Schneid abkaufen lassen, was man leider auch sehr oft gesehen hat, auch in den letzten Partien. Und als es dann wirklich so ein bisschen ausgesehen hat, okay, Alltag wird jetzt bald den Ausgleich machen, haben sich unsere Jungs meiner Meinung nach dann wieder ein bisschen erfangen. Also so mit zwei Chancen, dort zurück nach einer Ecke, der angeschossen wurde mit dem Kopf, der dann fast ins Kreuzweg sich gesenkt hätte und dann Kitaishvili, den ich übrigens hier positiv herausstechen möchte, also der Neuzugang von Beginn weg angespielt, sehr, sehr gute Leistung, also sehr offensiv, hat man immer gesehen, Kitaishvili mit einem super Solo à la Lionel Messi, auch wenn man es ein bisschen übertreibt in der Richtung mit dem Vergleich, aber der setzt dann Lackner in Szene und der schafft es, den Ball aus wenigen Metern am Tor vorbeizuschießen und eben die Vorentscheidung verabsäumt er in diesem Moment und ja, am Ende dann kommt es, wie es kommen muss, so um die 80. Minute. Dobres wird eingewechselt, ist vielleicht ein, zwei Minuten auf dem Feld und ja, Alltag auf jeden Fall hat über rechts viel zu viel Platz, weil ich glaube, Ferreira pennt auf seinem linken Flügel. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer da aufs Tor gezogen ist. Lienhardt könnte es gewesen sein. Auf jeden Fall kommt Schützenhauer dann raus, der Querpass kommt dann nochmal und ja, dann fällt eben das 1-1 durch die Oberste, nur wenn es der Retour einschieben muss, danach eigentlich nichts mehr passiert, würde ich sagen. Und ja, so ist es beim 1-1 geblieben. Also, so viel eben zu meiner Zusammenfassung. Und ja, Kevin, jetzt an dich die zweite Halbzeit. Warum ist die Mannschaft so zurückgefallen? Was glaubst du? Keine Ahnung, keine Erklärung dafür. Wir sind rausgekommen aus der Kabine und das Alter hat uns eine Druckwand hinten. Von vornherein viel Pressing gemacht, früh attackiert, alles und Sturm, Kinder am Spielaufbau. Und was, mit dem kommen wir derzeit nicht klar, wenn die gegnerische Mannschaft so früh attackiert. Weiß ich nicht, ob was war. Aber auf jeden Fall, scheiße. Tut mir leid, Entschuldigung, ja. Setzt einen Ton drüber, aber nein, zweite Halbzeit katastrophal. Aber gibt es trotzdem so ein paar Sachen an dem Spiel, wo du jetzt da positiv gestimmt bist für die nächsten Partien noch? Ja, sicher. Kann man aus der ersten Halbzeit viel mitnehmen, außer Hosenau ist viel gelaufen, viel Einsatz gesagt, hat gekämpft, hat so genauso Schul, hat auch probiert. Also so vom Ansatz her wieder gut gewesen, aber zweite Halbzeit kompletten Einbruch gehabt. Weiß ich nicht, warum wir das nur eine Halbzeit durchdrucken und nicht in der zweiten gleich so weitermachen, wenn wir schon mit einer Führung aus der Kabine kommen. Fertig spielen. Den Sack zumachen, Chancen verwerten. Die Basics halt, ne? So ist es. Ja. Aber gut, ne? Hat nicht sein sollen. Auf jeden Fall gegen Alltag zumindest die Serie verteidigt, zu Hause noch immer nicht gegen Alltag verloren. Und schauen wir halt dann einfach, was so die nächsten Begegnungen bringen. Und ich glaube, zumindest einmal teilweise okay Leistung, aber natürlich insgesamt zu wenig noch immer für Sturm. So würde ich sagen, könnte man das, glaube ich, so zusammenfassen. So ist das. Wichtig ist jetzt das Spiel den Blick auf den WRC zum Richten aufs Spiel. Und ganz wichtig in zwei Wochen natürlich ist Rapid-Spiel daheim. Ja. Da muss dann nicht am Meer kommen, das ist klar. Das so ist das. Spätestens. Ja, ne? Ja. Weil wenn es da noch einmal so ist, dann sehe ich ganz, ganz schlecht in die Zukunft. Aber wird schon werden. So ist das. Passt. Dann sage ich auf jeden Fall danke für deine Meinung. Gerne. Und ja, ich würde sagen, dieses Video ist damit auch beendet. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.